himmlischen Jerusalem gelangen, damit ihr lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. In jener Zeit, als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte, spricht der Herr. Der Herr hat seinen Gesalbten an der Hand gefasst, um ihm die Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten.